40. Aus Frankreich war jetzt eine lebende Legende zu Gast bei uns in Hambourg. Jean-Michel Jarre, der Mann hat als einer der ersten Popmusik mit dem Synthesizer gemacht. Das muss man sich heute einfach mal vorstellen. Damals in den 70ern waren das Klänge, die niemand vorher jemals gehört hatte, weil es sie einfach noch nicht gab. Oxygen und Equinox hießen seine großen Hits damals. Im Planetarium im Stadtpark läuft nun eine Show mit seiner Musik und die hat er sich gestern angeguckt. Es ist eine Reise durch sein musikalisches Werk. Zur Musik seines neuen Best-of-Albums können Jean-Michel Jarre-Fans jetzt im Planetarium auf den Spuren des Elektropioniers wandeln. Seinen Durchbruch hatte er 1976 mit seinem Hit-Album Oxygen. Als ich Oxygen herausbrachte, fragten sich die Menschen, denen es gefiel, wie hat er das bloß gemacht? Sie kannten keine elektronische Musik und haben gedacht, diese merkwürdigen Töne werden bestimmt von unbekannten Instrumenten erzeugt. Gestern kam der Meister selbst ins Hamburger Planetarium, um sich die neue audiovisuelle Show anzuschauen, die das Planetarium ihm zu Ehren geschaffen hat. Seit unglaublichen 50 Jahren beeinflusst der Franzose nun schon die Musikwelt rund um den Globus und setzt mit seiner Musik immer wieder Maßstäbe, auch noch im Alter von 70 Jahren. Ich habe ein merkwürdiges Verhältnis zur Zeit. Wenn Leute mich fragen, wie war das damals bei Oxygen oder Equinox, meinen frühen Alben, dann habe ich zwar nicht das Gefühl, das war doch erst gestern, aber letztes Jahr oder so. Für die Show hat Jean-Michel Jarre die alten Aufnahmen neu abgemischt. Hundertprozentig zufrieden ist er aber noch nicht. Denn der Musiker ist und bleibt fasziniert vom perfekten Gesamtergebnis. Kreativ zu sein heißt für mich ein Mix der Gefühle. Frustration, denn ich denke bei jedem Album, dass ich es besser machen müsste und hoffe, dass ich es beim nächsten Mal auch schaffe. So hat er auch für die neue Planetarium-Show noch ein paar kleine Verbesserungsvorschläge. Dennoch gefällt Jar die Reise durch sein musikalisches Werk. Es ist eine tolle Ehrung meiner Arbeit, also wow. 50 Jahre elektronische Musik mit Jean-Michel Jarre, ab morgen regelmäßig auf dem Spielplan des Planetariums.